Hallo ihr Lieben, seit Wochen müssen wir nicht nur auf Kontakte mit Freunden oder manche sogar auf die Lieblingsklopapiersorte verzichten, sondern auch auf unser eigenes Wohlbefinden. Und dazu gehört auch der Friseurbesuch. Da ist man manchmal schon ganz froh, nicht mehr so vielen Leuten gegenübertreten zu müssen, wenn die Farbe rausgewachsen ist, das Grau durchschimmert oder hier und da ungewollte Strähnen herausschauen, wo sie nicht herausschauen sollten. Doch ab dem 4. Mai soll es wieder möglich sein. Doch in welcher Form und ist wirklich alles wieder erlaubt? Es heißt schließlich, dass Friseure nur ihre Türen wieder öffnen dürfen, wenn sie ein Konzept zur Hygiene und zur Vermeidung von Warteschlangen haben. Eins steht fest, eröffnet ein Salon, können diese sich wohl auf einen Ansturm gefasst machen. Nach einer Umfrage seien insgesamt bis Freitag für den Mai bereits 128.667 Friseurtermine in Deutschland gebucht worden. Während die Vorfreude groß ist, einer der Termine ergattert zu haben, müssen die Friseurgeschäfte sich auf Kundenansturm und Hygienevorschriften vorbereiten. Die Clear-Gruppe, die zahlreiche Friseursalons in Deutschland betreibt, warnt aber, es werden Einschränkungen geben, die dazu führen, dass das Geschäft zwar wieder aufgenommen wird, dabei aber durch die Umsetzung aller notwendigen Hygieneregeln auch weiterhin mit Mindereinnahmen gerechnet werden muss. Sie bitten daher Kundinnen und Kunden um Verständnis, dass neue Prozesse erst erprobt werden müssten. Zum Beispiel bliebe jeder zweite Platz frei. Kunden werden länger warten müssen, gleichzeitig sollen die Läden aber länger öffnen. Friseure sollen alle einen Mundschutz sowie Handschuhe tragen. Und an jedem Platz soll Handdesinfektionsmittel stehen. Augenscheinlich kranke Kunden sollen abgewiesen werden. Kundschaft ohne Termin werde vorerst auch nicht bedient, da es auch gar keine Wartemöglichkeiten im Salon mehr geben wird. Zudem müssten Kunden auch auf einige Leistungen verzichten. Bartpflege, Wimpern und Augenbraue färben sowie Trockenhaarschnitte werden nicht mehr angeboten, da bei diesen Leistungen zu nah am Gesicht gearbeitet werde. Mit ihrem Sicherheitskonzept bewegen sich die Friseurgeschäfte der Clear-Kette im Rahmen dessen, was der Zentralverband des deutschen Friseurhandwerks vorgibt. Daher kann man davon ausgehen, dass das nun vorgestellte Hygienekonzept sehr nah an dem ist, was auch andere Ketten und einzelne Friseurbetriebe umsetzen werden. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr auch bald einen euch zufriedenstellenden Besuch beim Haarverkürzer eurer Wahl ergattern könnt. Bis dahin, bleibt gesund!